Mit diesem Projekt Tierwohl im ökologischen Landbau wollten wir einfach mal genau gucken, was auf unseren Biobetrieben gut läuft oder wo es Verbesserungsbedarf gibt. Und ich glaube, in dieser Gruppe der Bäuerinnen und Bauern ist es uns gelungen, genau dieses zu vollziehen. Also ich mache bei diesem Projekt mit, weil ich es natürlich sehr interessant finde, auch Daten, die andere Betriebe erhoben haben, dass man darüber diskutiert und einfach weiß, wo man steht. Wo sind die Stärken und Schwächen dieses Betriebes? Wir hatten zu Beginn von dem Projekt ein Treffen, wo wir vorgestellt haben, welche Indikatoren-Sets gibt es denn, welche wurden schon erprobt in Projekten und die Landwirte dann selbst sich angeguckt haben, was halten wir für sinnvoll, was stellen wir uns in der Praxis auch machbar vor und wo wir Nutzen von haben könnten. Und dann haben wir ein Indikatoren-Set ausgewählt. Und zwar die Indikatoren, die vom KDBL schon vorgeschlagen sind, wo es auch schon einen Leitfaden zur Erhebung in der Praxis gibt. Das war eben sehr schön, weil es da schon eine standardisierte Vorgehensweise gibt, die wir dann auf den Betrieben nutzen konnten, damit man auch zu Zahlen kommt, die man dann vergleichen kann. Zum einen ging es darum, eine Status-Quo-Erhebung durchzuführen, also zu schauen, wie ist die Bio-Schweinehaltung in NRW überhaupt aufgestellt und das halt anhand dieser Betriebe, die dort mitgewirkt haben. Was mit einer Status-Quo-Erhebung immer verbunden ist, ist natürlich die Chance, dass man die einzelnen Betriebe weiterbringen kann und in dem Zuge dann auch über eine Verallgemeinerung von Handlungsempfehlungen auch die ökologische Schweinehaltung als Ganzes. Ganz wichtig war auch, dass dieser ganze Prozess in der Hand des Landwirts bleiben soll. Dass er also selber die Verantwortung hat für die Ergebnisse, die er mit seinem Betrieb erreicht und selber die Maßnahmen durchführen will. Der ganze Prozess eben seiner ist und nicht von oben aufgedrückt wird. Innerhalb des Projektes fand ich es sehr schön, dass wir zunächst erstmal in dieser Gemeinschaft die Kriterien erstellt haben, was wir genau untersuchen wollen, um dann zu gucken, kann man dann anhand dieser Indikatoren dann auch nachweisen, jawohl, wir haben ein besonders gutes Tierwohl hier auf unseren Betrieben oder aber auch nicht. Wir haben bei unseren Erhebungen schon ein recht hohes Niveau vorgefunden. Trotzdem gibt es natürlich immer Themenbereiche, in denen gearbeitet werden kann. Über alle Betriebe hinweg oder so ziemlich alle Betriebe hinweg war ein Thema die Verwurmung, also die Leberbefunde. Das ist natürlich etwas schwieriger bei Haltung auf Stroh, die auch wirklich wurmfrei zu halten. Aber auch da gab es auf den Betrieben ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, natürlich auch unterschiedliche Schwachstellen. Also, dass man laufende Tränken abstellt, dass nicht immer nasse Ecken sind, wo die Würmer sich vermehren. Oder dass man zum richtigen Zeitpunkt vor einer geplanten Umstellung entwurmt. Ein Betrieb ist hingegangen, hat seine Entmistungshäufigkeit auf 3-mal die Woche erhöht und damit sehr gute Erfolge verzeichnet. Ein anderer Betrieb hat sein komplettes Management umgestellt, hat die Haltung umgestellt und hat die Tiere zwischen Vor- und Entmast umgestaltet. Und das hat ihm dann halt weitergeholfen. Das zeigt also wieder, dass es nicht den einen Lösungsweg gibt, sondern dass man betriebsindividuell dann immer schauen sollte. Die Vorgehensweise im Projekt ist natürlich auf jeden Betrieb übertragbar, egal ob konventionell oder biologisch. Es war uns im Projekt auch besonders wichtig, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette abbilden konnten. Das heißt, wir sind beim Ferkelerzeuger gestartet, haben dann die Aufzuchtferkel untersucht, weiter über die Mastschweine bei den jeweiligen Mastbetrieben und hatten dann auch die Möglichkeit, im Schlachthof und beim Verarbeiter vor Ort zu sein und dort auch noch weitere Indikatoren zu erheben. Ich habe Standpunkte bekommen. Wo stehe ich im Betrieb? Also wo bin ich gut oder wo sind noch Schwächen? Das habe ich aus diesem Projekt mitgenommen.